Was geht, meine Late Night Watchers? Willkommen zurück und danke fürs Einschalten. Wir geben uns heute ein neues Video von Depths of Despair. Und wenn ihr euch fragt, wieso ich ein Barca-Trikot anhabe und eine Barca-Mütze, dann kann ich nur so viel dazu sagen. Ich bin kein Barca-Fan, ich bin ein Fußball-Fan und ich trage gerne viele verschiedene Trikots und. Und heute habe ich mich in diesem Outfit... habe ich mich wohlgefühlt. Das heißt... Bitte nicht haten und Hala Madrid in die Kommentare schreiben oder sonst ein Blödsinn. Ja. Morgen könnte ich eventuell ein Real Madrid-Trikot anhaben und übermorgen ein Juventus-Trikot und übermorgen ein Bayern München-Trikot und. Aber wir reden jetzt nicht zu lange um den heißen Brei herum. Folgt mir auf Insta, lasst uns kommunizieren und vergesst nicht auf den Abo-Button zu drücken und wir starten direkt mit dem Video. Alles klar, geht 30 Minuten lang. Ready, shit, go. Mal gucken, ne? The knocking. The knocking. The first video comes from a man who one day started hearing a strange knocking on his door around 2 in the morning, on a rainy night. Not sure what to make of this, he decided to check who was at his door. After looking through the peephole and his side window, he saw nobody there. Not sure if he just missed them. He decided to go open the door to make sure. Gut, er hat Klopfer gehört und macht jetzt die Tür auf und lässt logischerweise das Böse hinein. Man macht nicht die Tür auf, wir wissen alle, man macht nicht die Tür auf, wenn jemand klopft und es ist niemand da. Dann lässt man ja diese negativen Energien rein. Das ist auf jeden Fall eine Regel, eine ungeschriebene Regel, die man beachten muss. This would turn out to be a big mistake for him. As he opens the door, he sees nobody around outside and eventually dismisses it and goes back to sleep. A few nights later, the strange activity would continue again, so he decides to record it. This is what he captures. Was findet er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Klopfer? Wieder 7 Klopfer. 7 plus 7 ist 14. 6 Klopfer? 20 Mal? 7? 27? 6? Bruder, Mann, ich höre den Sound wieder nur auf einem Kopfhörer. Esto no es fácil, esto es complicado. No mames. Miren. Was ist da? ¿Alcanzan a ver esa cara? Can you see that face? Wo ist sein Gesicht? Da soll ein Gesicht sein? After hearing repeated knocking on the door. Habt ihr das aber auch gehört? Dieses. Bruder, das war nicht er. Das war nicht er. He checks the peephole. And this time something creepy can be seen. I'm not sure if it's a creepy face or something else. Ist das ein Gesicht? Also ist das ein Auge? Und da die Nase? Und da die Wange? Oder ist das meine Fantasie? But it bangs on the door and scares him backwards. The next night he's woken up to knocking once more. Amigos, es la 1 de la mañana y se acaba de ir la luz en toda la casa. Und da geht's schon wieder los. 1 Uhr in der Früh. No sabemos por qué. Solamente. Nuevamente. ¿Cómo escuchan esos toquidos? Tienen mucho tiempo. Oh, manches. Bruder, wie oft will der Geist noch klopfen? Wenn du siehst, dass der Typ nicht aufmacht, dann klopf doch nicht. Geh zur nächsten Tür. Geh zur nächsten Tür, Alter. Versuch dein Glück bei einer anderen Tür. Bei einer anderen Tür, bei einer anderen Familie. Bruder, mach nicht so. Immer diese Geister, die 80 Millionen Mal klopfen müssen. Bruder, leck mich doch am Säckle. Mir.
Vamos a, para que vean, vamos a tratar de prender la luz. Este es el switch. Macht er jetzt die Jalousien hoch? Die Rollos hoch? No, efectivamente no. No tenemos luz. No sabemos por qué. Lo que sí sabemos es que afuera está corriendo mucho aire. Muchísimo aire. What the fuck? No manches. No puede ser esto. No puede ser posible. Man sieht aber niemanden. Ich sehe gar nichts. No. No se ve nada. Pero mire. Okay, macht jetzt auf. Macht jetzt auf. Aktivität. Es ist miedo. Er hat keine Angst, sagt er. Benito, por favor. Protege mi familia. Jetzt betet er, okay? Jetzt macht er Betung. Bruder, mach Betung! Aquí vamos. Ya no tenemos miedo a nada. Ya vamos a ver. Escuchen wow. El aire, amigo. Escuchen. Miren. No, no enciende el foco. Maldición. Aber. Ihr habt doch gesehen, was für eine Tür er hat. Also so eine Doppeltür. Woran hat das Ding geklopft? An der Holztür, die innen ist. Aber draußen ist ja eine andere Tür. Nicht aus Holz. Oder sehe ich das falsch? Voy a tener que grabar con el puro, la luz del teléfono. Oder ist die Tür draußen nicht versperrt? Escuchen, había grabado noches anteriores, pero no quise subir nada porque realmente no. Was labert der Typ? No me interesaba subir, ya que mucha gente. Sí, burrito. Maravillosa que. Quesadilla. Que son puras mentiras. Mamacita. No sé qué. Pero bueno, amigo, aquí va de nuevo. Cabrón. No manches, tengo miedo demasiado, Latina. Sí, claro, ¿por qué no? Miren la palmera cómo se hace, amigos, mierda, hay algo ahí, fuck, no, a la mierda. This time he opens the door once again and decides to look around, but finds nothing out of the ordinary outside. Absolut a nichts. Few nights later, the paranormal activity would start to escalate, and he would see things move by themselves, as well as hearing strange noises that seemed to be coming from inside the walls themselves. Es eskaliert also ein paar Nächte später. Jetzt muss mehr passieren. Jetzt muss es richtig abgehen. Jetzt muss es gruselig. Muselig werden. Zeig mal. On another night it starts again, around 3:26 a.m. Um 3.26 Uhr, gut, das ist mal eine Ansage, diese Uhrzeit können wir uns gönnen. And this time he would hear another disturbing sound that would chill him to the very core. Was hört er jetzt? Hat's nicht geheißen 3.26 Uhr, da unten stand jetzt 5 Uhr in der Früh. Bruder, entscheide dich mal wegen der Uhrzeit. Toda la noche se han escuchado ruidos. Lamento, sí. La verdad no sabemos qué no manches, ¿qué fue eso? Ok, vamos. Tür auf, komm, ist eh schon egal. Ist eh schon egal. Escuche. No manches, nuevamente, ¿qué es eso? No puede ser. Es lo que estoy viendo, amigos. Escuchen. Aber da ist doch ganz klar was. Da ist doch ganz klar etwas, aber was? Und da, was sind das für Geräusche? Diese Bewegung war ja richtig schnell. Was zur Hölle war das, Mann? Ich wünschte, der würde die Tür rapide aufmachen, damit man sehen kann, ob da irgendjemand ist, Mann. Das ist doch krank. Was ist das? Was ist das, Mann? Increíble, amigos. Es increíble. Escuchen. Realmente no entiendo. Bruder, was war das?
Was zur Hölle war das? Es ist ja weggeflogen und verschwunden, oder wie kann man das nennen, Alter? Was war das? Oh Gott, ich krieg Gänse. Oh, jebemti, Maiku, wow! Shit. Scheuet. Was war das, Mann? It sounds as though someone or something is trying to get inside the house through the front door. After opening it to check, he hears what sounds like a woman wailing in the distance, which creeps him out and prompts him to get back inside. Almost as soon as he closes the door, the knocking continues. He then decides to set up some security cameras. Jetzt ist 3:26 Uhr. Around the house to monitor these events. After leaving them recording all night, one of them captured something chilling. Watch closely. Zeig mal. Was macht die Alte? Das soll eine Frau sein, dieser Geist angeblich. Will die rein? Hat sie keine Wohnung? Okay, man sieht jetzt nichts. Kommt jetzt ein Jumpscare? Mach Tür auf! Schneller, Mann! Ja, genau so. Man sieht nichts, da ist nichts. Habt ihr das gehört? Nein! Da war doch ganz klar niemand draußen, Mann. Wie ist dieses Klopfen jetzt plötzlich so direkt, so präsent, Mann? Was zur Hölle passiert hier? Tür auf! Sofort Tür auf! Boah, ich darf nicht auf den Bildschirm schauen. Ich krieg direkt Angst. Es springt da irgendwas ins Gesicht. War da was? Da war was! One of the cameras in the house captures what looks like a faded, cloaked dark figure moving inside the house. He believes it is Santa Muerte, which is often depicted as a female Grim Reaper. But just what he... Santa Muerte. Soll eine weibliche Form vom Tod sein? Oder? You think, is this house really haunted? Or is it all just an intricate ruse? You judge. Also es ist schon heftig gewesen. War gut. This next video is quite strange. A man... Hundi, da ist ein Hundi. And living with his family had never experienced anything paranormal before. But randomly, one day, while working in his office, he noticed his dog Ragnar seemed awfully afraid of the garage. Also, ein Mann lebt mit seiner Familie in einem Haus und da ist nie was passiert. Und plötzlich, von einmal, merkt er, dass sein Hund sich komisch, also sein Hund heißt Ragnar, dass er sich komisch verhält. Anscheinend hat sein Hund... Ich weiß noch nicht, was sein Hund angestellt hat oder irgendjemand aus der Familie, aber irgendjemand hat was angestellt und irgendwas in die Wohnung sicher hundertprozentig mit hineingeschleppt. Und jetzt passieren komische Dinge. Wahrscheinlich war sein Hund in einem Antiquitätenladen und hat eine Puppe gekauft. Ihr wisst, dass ich Puppen hasse. Er hat eine Puppe gekauft und mitgeschleppt. Ja, für 25 Euro. Euronen oder Pesos oder Forint oder
welche Währung auch immer, Pfund, Dollar. Such es dir aus. Aber sein Hund hat sicher eingekauft in einem Antiquitätenladen und jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. And would wake up in the middle of the night, in der Garage, at the door, completely terrified. Even if they offer him a treat to go inside the garage, the dog would refuse. Also der Hund weigert sich, in die Garage zu gehen. Dogs love their treats, so this is very strange. The man also mentions that he has heard what sounds like footsteps walking around in the garage previously. So one day, when he catches the dog run away from the garage, he decides to record it for a bit. And what he captures is undeniably chilling. Gut, in der Garage gibt's also Schritte zu hören. Oh Gott. Was passiert da? Okay, man sieht, dass da jemand vorbeigeht. Bruder, ich dachte, jetzt dreht sich... ich dachte, der Geist dreht die Kamera um. Was zur Hölle, Mann, macht nicht so. Sowas macht man nicht, wenn man Geister filmt. Leck meine... Bruder. Lächerlich. Tatsächlich, da ist niemand. Da ist einfach niemand. Aber wir haben ganz klar gesehen, dass sich da was bewegt hat. Film mal unter das Auto, bitte. Unter das Auto filmen. Ja, danke. Der Bruder kann meine Gedanken lesen. Nice. Da ist niemand. Ja, Salame. What looks like footsteps can be seen through the door leading to the garage from underneath the gap. But as soon as he goes inside to check... He finds nobody there. See. He then tried to get his dog Ragnar to go inside, but the dog just absolutely refuses to go in there. Der Hund scheißt sich noch immer an. Hundi, komm Hundi. Komm Hundi. Oder der Hund macht sich doch in die Hosen, oder? Gib dir mal diese vorsichtige Körperhaltung. Nee, das wird nichts. Das wird nichts, Bruder. Shortly after, things in the house start to move around by themselves. Okay, wieso filmt er jetzt so? Okay, das ist die Garagentür. Okay, und das ist ein Hund dort. Was ist das? Was war das? Da war was. Hier war was. Man hat was gesehen. Was war das? The dog leash moves by itself and hits into the. Ach so, the dog leash, das ist die Leine des Hundes. Ich dachte zuerst, das ist animiert, weil es so komisch aussah, aber das ist die Leine des Hundes, die da hineingezogen wird in die Garage. Bruder, vielleicht weiß der Geist einfach, dass der Hund sich da vor dem Geist ankackt. The womb, und will ihn scaring reinlocken. The dog away. He then decides to wait in the office until he captures the shadow moving by in the garage again, so he can catch it in the act. Gut, mal schauen. Da sind wieder Schritte zu sehen, also ein Schatten. Oh Gott. Jetzt schnell Tür auf. Tür auf. Und schau doch nach links. Wo ist der Hund? As soon as the shadow goes past the doorway, he gets up and runs right into the garage in an attempt to find the culprit. But once again, there's nobody there. Since then, things have begun moving more often around the house. Okay. And okay. He says the next night he started to smell a rotten aroma in his room. Oh, also Sachen bewegen sich jetzt mittlerweile im Haus und er hat einen verdorbenen Geruch wahrgenommen. Also so einen dämonischen Geruch, sprich wenn etwas verdorben und verrottet riecht. Ist verrottet ein richtiges Wort?
Ja, genau, ihr wisst, was ich meine. But couldn't figure out where. Wenn's nach Scheiße riecht, okay? Wenn's nach Scheiße riecht, das ist verdorben, ja? Sobald's nach Kacke riecht, hast du dir entweder in die Hosen gemacht oder ist ein Geist, also ein Dämon in der Nähe. Okay, das sind die zwei Sachen, die man sich merken muss. Riecht's nach Kacke, dann hast du dir in die Hosen geschissen. Oder, wenn's dir gut geht, dann ist ein Dämon in der Nähe. Okay, also das muss man sich auf jeden Fall merken. Merken muss man sich das auf jeden Fall. Diese Voice Cracks sind einfach nur Legende. Gut, ihr wisst Bescheid. Was coming from. Later on, the whole family gathers at the garage to see if they can get the dog to go inside. But the dog still refuses to go near that door. After searching for the source of the smell in their room, they found a doll in one of the drawers. He says... Das soll also diesen Geruch verursachen, eine bescheuerte Puppe, eine verfluchte Puppe wahrscheinlich. He found this doll in the room the day they moved in, but never checked it because his wife was afraid of it. Now, after the sudden foul smell, he decided to examine it thoroughly, and that's when he discovered this. Me parece un diente. Estaba grabándola para enseñárselas cuando me puse a revisarla y encontré dientes humanos. Was macht er mit der Puppe? ¿Qué está pasando, Ab? Was ist das, ein Zahn? Ist das ein Zahn? Ist da rausgefallen aus der Puppe, aus diesem Säckle? Aus diesem Sack? Esta madre trae un diente aquí. Gib dir diese ekelhafte Puppe, Mann. Direkt draufspringen. Ins Gesicht trae mit dem Fuß. Oh, algo más, no sé qué es. Wenn die sich jetzt bewegt. No, mames, trae otra. Was macht der Typ? Drückt er da irgendwas aus dem Sack raus? Was ist das? Das ist schon wieder ein Zahn. Wieso sind da Zähne drin? Die Puppe war eine Zahnfee. Das war eine Zahnfee. Ja, wir haben es gelöst. Das war eine Zahnfee, die kleine Bitch. Ich hasse Puppen. Packed within the doll was a small bag of real human teeth. Just that is enough to make you think this is some creepy stuff. Human teeth, menschliche Zähne. Many of his viewers started saying this is witchcraft and he needs to get rid of it. But I don't think he mentioned it again, so I'm not sure if he got rid of it or not. After this, he decided to set up some security cameras around the house. And one of them captures this. Gut, wieder Sicherheitskameras im Haus installiert. Ein Sessel bewegt sich ganz klassisch. Der Hund geht vorbei. Und er sieht das auch. Er nimmt das wahr. Und er kackt sich in die Hosen. Lauf weg. Passiert jetzt noch was? Oh Gott. One of the Sollte da jetzt niemand irgendwie auf der linken Seite hier sein und mit einer Leine, mit einer Schnur dran ziehen, dann ist das schon creepy. As in the garden moves on its own, right when the dog Ragnar is walking by, and he seems to notice the movement, which makes him turn. Stimmt aber. Der Geist scheint ja etwas gegen den Hund zu haben. Und jetzt geht der Hund da vorbei und der Sessel bewegt sich. Vielleicht möchte der Geist ja tatsächlich die Aufmerksamkeit des Hundes haben und ihn erschrecken, oder vielleicht möchte er ihn irgendwo hinlocken und den Hund töten oder was auch immer, ja. Es scheint auf jeden Fall so, als hätte der Geist etwas gegen den Hund. Turn back and go the other way instantly. Now he decides to leave the car outside the garage to show that the room is empty. Okay, gut. Der Besitzer möchte uns zeigen, dass sich tatsächlich niemand in dem Raum befindet. Er lässt jetzt sein Auto draußen. Und jetzt wird er wahrscheinlich wieder die Tür aufmachen, nachdem wir einen Schatten sehen und da wird niemand drinnen sein. Das heißt, es wird keine Möglichkeit geben, dass sich jemand unter dem Auto befindet, außer vielleicht, wenn der Typ reingeht, die Tür aufmacht und dann irgendwie nach oben filmt, wie ein Mongo, okay? Dann gibt es ja natürlich die Möglichkeit, dass jemand sich unten quasi vorbeischleicht. Das ist jetzt einmal die logische Erklärung, die ich hätte. Wenn wir logisch bleiben. But for some reason,
There's no sound on this clip. Take a look. Also aus irgendeinem Grund gibt es da keinen Sound bei diesem Clip. Machen wir jetzt die Tür auf? Machen wir jetzt die Tür auf? Da bewegt sich ja ganz klar etwas. Okay, gut, 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 gut. Und er filmt nach unten? Okay. Und da ist tatsächlich niemand. Das ist faszinierend. This time he enters the empty garage, clearly showing there is nobody there. Ja, da ist tatsächlich niemand. Nor is there any way or enough time for someone to come out of there without being noticed. With each passing day, the activity in the house just grows stronger. With the office door now closing by itself, along with other doors and objects around the house. But the worst was yet to come, because on the following night, he would be upstairs sleeping before being abruptly woken up by the most terrifying sounds of despair around 1 a.m. Watch. Gut, er ist jetzt am Schlafen, am Pennen. Das ist also die nächste Szene, die wir sehen werden. Und er hört etwas, was ihn derartig erschreckt, dass seine Hoden rausfallen. Nein, das hat er nicht gesagt, das habe ich mir gerade ausgedacht. Aber es ist anscheinend heftig. I think he knew it wasn't his son because the caption said there is a child screaming in the office. So he thought it was coming from the office. But as he got closer, it became clear that the disturbing noise was coming from the same creepy garage. Er dachte also, es war sein Sohn, aber natürlich ist es nicht sein Sohn gewesen. Bruder, wieso hat er eigentlich so viele Stockwerke in seinem Haus? Was ist das für ein Haus? Wieso ist es so riesig? Ja, immer wenn solche Worte fallen, muss ich das machen. So, anscheinend hat er festgestellt, dass das Geräusch, also dieser Schrei, aus der Garage kommt. Die Garage. Und jetzt ist Ruhe. The moment he opens the door, the screaming completely stops and everything goes utterly silent, almost as if something was potentially trying to lure him deep into the garage. Tormented by the sounds of the screaming child, he decides to record after 12 a.m. the next day to see if it happens again. But instead, he has another terrifying experience. Da geht's also weiter. Das ist noch dieselbe Nacht. Hört man Schritte? Da ist was an ihm vorbeigelaufen. Ui, wer bist du? Wer bist du? Also fragt, ob das sein Sohn ist. Bist das du? Wer bist du? Bist das du? Ist das aquí? Bist du hier? Wer klopft da? Was geht da auf? Bruder, da ist eine... What sounds like a pair of footsteps running right next to him can be heard. But as he pans the camera around, there's no sign of anything there. Some people think it's a child ghost in his house. But others think it's something to do with witchcraft. And the person whose teeth was with that creepy doll. Whatever the case, hearing screaming like that in the middle of the night... is enough to get under anyone's skin. Ich muss auch sagen, das habe ich nicht erwähnt, er hat ja irgendwann erzählt, dass diese Puppe, die wir hier sehen, die haben er und seine Frau in dem Haus gefunden, als sie eingezogen sind. Sie haben sich aber dabei nichts gedacht. Und ganz ehrlich, wenn,
wenn ich eine Puppe finden würde, wenn, nachdem ich mit meiner Familie in ein Haus gezogen bin, dann diese Puppe ist direkt Kopf ab. Ich piss drauf, ich kack drauf, ich lasse meinen Hund drauf kacken. Ich habe keinen Hund, aber ich besorge mir einen Hund und lasse den Hund drauf kacken. Ich verbrenne die Puppe, ich schmeiß eine Granate drauf, ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt und lasse sie dort nochmal köpfen und. Aber diese Puppe bleibt nicht in meinem Haus. Ganz, ganz, ganz klar. Scheiß Puppen, Alter. If you have any video recommendations, you can send them over to depthsofdespairbusiness@gmail.com. Gut, mach ich, Bruder. Okinawa. Okinawa, Japan. 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 That mixed kid uploaded a creepy video while staying at a naval base in Okinawa, Japan, known as Camp Shields. He was hearing strange noises coming from one of the lockers. Wir sind also auf einer japanischen Militärbasis, oder? And out of nowhere he saw a creepy hand emerge and quickly vanish. Er hat eine Hand so gesehen. He decided to get his phone out to record the event. This is what he captures. Gut, er sieht also eine Hand. I didn't see a fucking hand. Ah, okay, das scheint eine amerikanische Basis zu sein, oder? Mixed Kid, also ein gemixter Mensch ist das. Ein gemixter Mensch. Wie übersetzt man sowas? Er scheint der Sohn von einer Japanerin zu sein und von einem Latino oder von einem Amerikaner oder was auch immer. Irgendein Mischling, okay? Gut. Und er sieht da eine Hand und beschließt dann, sein Handy rauszuholen. Gut, dass er nur sein Handy rausgeholt hat und nicht was anderes. Genau, und jetzt geht's anscheinend ab. You mad or what? Bist du böse oder was? You mad I threw that fucking helmet at you? Bist du angepisst? Do it again. Make some noise. Show me your fucking real, pussy. Ooh. Fuck your fucking island. Ooh. Ooh. Oh Gott, hat er gespuckt? Bruder, wieso spuckst du den Geist an? Oh, das wird ihn anpissen, Bruder. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du mit einem Geist kommunizierst und du fängst an, ihn zu beleidigen. Show me. Oh man. Fucking Satan ass motherfucker. Satan ass motherfucker. Okay. Show me. What Prove to me that you're fucking real. Do it, pussy. 1, 2, 3. What, you mad? Yeah. Show me. Swing some shit. Make them noises and shit that you did when you woke me up. Do it. Der fordert ihn so richtig heraus. Do it, pussy. Was? Do it. Was hört man da? Oh my fucking gosh, bro. Was? After cussing the ghost and calling out to it, it knocks back. And then just moments after, a clear glowing orb flies right past him. Okay, das war ein He Orb. Continues to hurl insults to the Ich dachte, das war ein Staubpartikel, aber es könnte auch ein Orb gewesen sein. Ghost. And this happens. Okay, was passiert jetzt? Bro. Da geht was auf. Bitte geh einfach hin und mach das auf. Da soll nichts drinnen sein. Hey! Hey, chill the fuck out. Chill the fuck out, okay. Sehr mutig vorhin gewesen und jetzt scheißt er sich an. Hey! Was zur Hölle, Mann? Oh. Was zur Hölle? Wieso dieses dämonische Geräusch? Ist da was am Boden? That shit off. Ist da was? Mach die Tür auf. Stop. Fuck up! One of the lockers opens on its own, and then shortly afterwards some clanging can be heard coming from inside, as well as a growling sound. Which seems to stop as soon as he raises his voice. Many people have said that Camp Shields is haunted, and that many people have lost their lives here in the past. But let me know what you think. Okay, das war ein richtig heftiges
knurren, aber ich find's schade, dass der da nicht hingegangen ist, um es sich anzusehen. Was der Typ jetzt am Ende gemeint hat, ist, dass es ihn auf diesem Militärstützpunkt oder in dieser Kaserne viele Tote zu verzeichnen gab und dass dieser Ort zu verflucht zu sein scheint. Ja, und auch könnte auch gestaged sein. Schauen wir mal weiter. Nummer 2. Up in the mountains. Hoch in den Bergen. A woman named Morgan Lambert has spent over 25 years. Pony-Frisur ist. Ich mag diese Frisur. Das ist glaube ich, die niceste Frisur, die eine Frau haben kann. Wenn eine Frau so eine Pony-Frisur hat, direkt mein Herz gewonnen. Direkt einfach. Ich schmelze dahin. Wie ein Eis im Sommer. Oh ja, genau so. Is living in the Appalachian Mountains, a mountain range located in North America. And during her time living there, she has experienced some strange things and often makes videos telling her viewers what to do and not to do if you live up in the mountains or any wooded areas. Appalachia. Was ist das überhaupt für ein Ort, wo ist der? Ich google mal geschwind. So, ich hab mir das jetzt angesehen. Appalachia oder Appalachia, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ich habe jetzt nicht zu 100% zugehört, ist in West Virginia, also in den Staaten. One day her and her husband was inspecting their fence line for any damage after a recent storm had just struck nearby, when she captured something chilling. Was schreibt sie da? Warte kurz. Das ist interessant. My husband heard my own voice coming from the tree line. Also ihr Ehemann hat ihre Stimme gehört, die irgendwo aus den Wäldern kommt. So, I decided to film to make a goofy video for you guys as a break from the spooky. Gut, bla bla bla. But the camera caught the voice that I couldn't hear. Die Kamera hat also die Stimme gehört, also festgefangen, die sie nicht hören konnte in Person. It sounds almost just like me. Es hört sich wie sie an. I can't really make out what it's saying. Also sie versteht nicht, was diese Stimme, die sich wie sie anhört, zu sagen scheint. Schauen wir mal. There we go. Jesus. Wait. Do it with me. No, you got it. We're on an adventure to check on the fence line to make sure no trees fell on it because we had like 50 mile an hour winds. We're gonna check it instead of my dad. Oh God, I'm freezing. It's cold, isn't it? Pretty. Okay. No. Oh God. Whoa, what? I'm gonna spell. What did you say, man? I said, oh God. Da hört man tatsächlich irgendjemanden mit noch reden, aber die sind nur zu zweit, Alter. Ja. Wait. What did you say just now? I just said, oh God, because No, I really did. What are you talking about? What? What are you talking about? We. I didn't hear anything. I didn't. I think we're okay. Go. It's hey, don't run. It's okay. We're good. I don't hear. Go. Okay. It's okay. Was zur Hölle ist das, Mann? Das hat sich wirklich. Boah, Bruder, stell dir vor, du bist mit deinem Partner draußen und irgendwas imitiert die Stimme deines Partners. Stell dir vor, das ist ein Geist, der Gefallen an deinem Partner findet und er klammert sich an deinen Partner und dann verfolgt er euch noch bis nach Hause oder sonst wohin. Es gibt ja so Videos, wo plötzlich der Geist, keine Ahnung, ich habe mal ein Video gesehen, wo, ich glaube, das war in der Slowakei oder in Tschechien, da ist so ein Pärchen verflucht gewesen, sprich wurde verfolgt von einem männlichen Geist, der hatte aber Bock auf die Freundin von dem Pärchen, das in einer Wohnung gelebt hat. Wenn ich das Video mal finde, zeige ich es euch mal. Auf jeden Fall ist es echt creepy, wenn ein Geist sich in dich verliebt und dich dann verfolgt und nicht in Ruhe lässt. Und das scheint so hier so der Fall zu sein. Wow. While walking outside, what sounds like another voice mimicking Morgan's can be heard, repeating things that she says and trying to get her husband's attention.
by saying babe. But even in the end, when she says don't run, something repeats the same line back to them. Morgan mentions that later on she also caught a recording of her own voice near her kitchen, so it seems something has its sights set on the two of them. Many in der Kirche, Bruder, diese Frau hat in der Kirche auch was aufgenommen. Also, was er gesagt hat, in der Küche scheint sie auch eine Aufnahme von dieser Stimme aufgezeichnet zu haben. Das ist schon creepy. The viewers believe they could be a skinwalker. Oh Mann. Oh, man gibt dir. Bruder, zieh dir doch was an. Wieso? Hat die einen Schwanz? was zur Hölle? Was zur Hölle soll das? Using a familiar voice to try and get one's attention and possibly lure them out somewhere. So just be careful of what you may hear out there. Small break. Ooh, okay. Small break. Kurze Pause. In this next. Ah, das kennen wir. Das kennen wir. Da kann ich mich ganz gut an dieses Video erinnern. Da geht jetzt ein Typ raus und raucht sich eine an. Also das ist der Typ, der da filmt. Und da sieht man dann ein Gesicht. Dieses Video werde ich jetzt mal skippen. Das kennen wir alle. Da habe ich begonnen zu weinen. Wer das Video nicht kennt, ich glaube, das Video nennt sich So gruselig, mir kamen die Tränen. Ja? Check das Video aus. Ich glaube, das ist das einzige Video, wo ich so richtig oft Tränen in den Augen hatte und wo ich tatsächlich mich oft erschrocknet hatte. Also, ich skippe das Video mal. Schauen wir mal, ob uns noch was erwartet. Seen through the rest of the window. Ja, da sieht man das Gesicht. Just a single head watching him. And ruining his peaceful cigarette break. After a while, he musters the courage to go and investigate the inside, and he finds no sign of anyone there, nor does he see anything that could have created this as an illusion. He has no clue what it could be. Don't forget. Ja, genau, das war's gewesen. Meine lieben Freunde, gebt euch auf jeden Fall die nächsten Videos, die ich euch hier einblenden werde, von mir. Ihr werdet sehr viel Spaß mit mir haben und vergesst nicht, den Abo-Button zu drücken. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, es wird gruselig, moslig. Peace.